Friends, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Mach mal Intro nochmal. Der stirbt hier fast. Okay. Friends, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Peace, peace. Wir reagieren heute mit Azu, Skandal und Emre auf PA Sports Flair Game. 150 Bars. Was? 150 Bars? 7 Minuten? Tschüss. Nachdem Kianos vorgelegt hat, wird jetzt PA Sports scheinbar nachlegen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Oder das kann nur krass werden. Weißt du, was ich gerade so richtig schön finde? Life is Pain ist zurzeit richtig so am Gas geben, Digga. Richtig Yakari, PA, Kianos, alles nur noch am... Bruder, das feier ich aber, Bruder. Deutschland, ja, das war mein Ernst, Bruder. Wir sind richtig auf Smoke. Es geht gerade wieder los, Bruder. Ich bin gespannt. Geil. Let's go. Hey, sag mal, PA, er braucht nicht das Thema jetzt hier mit dir größer machen oder mit sonst wem. Sag ihm, es tut mir leid, ich wollte ihn nicht... Ani! Sag mal, ich wollte ihn nicht bloßstellen, demütigen oder unterdrücken, so, das sind nicht meine Filme. Er hat auch recht, ich habe den ersten falschen Schritt gemacht. Ich habe mein Maul aufgemacht zu einer Sache, die mich gar nichts angeht. Wilder Beat. Zeit für eine Packung, du Hundegesicht. Das liebe ich am PA, der redet aber selber. Nimm's wie ein Mann, du Muschi. 150 Bars. 150 Bars in dein Arsch, Alter. Erinnerst du dich noch? Es gibt nur eine Missgeburt, die dermaßen gefickt gehört. Nur weil du ein Meme bist, haben wir dich bis heute nicht zerstört. Wärst du nicht so broke, würde ich dich vergleichen mit Mr. Burns. 20 Jahre Rap, doch keine goldene im Interieur. Seh den fetten Bastard wie ein offenes Buffet. Bring dein Ende Flizzy, ohne die Karotte zu erwähnen. Dieser kleine Hund dreht Videos mit doppeltem Budget. Für eine halbe Mio Streams auf einem Song, der nichts bewegt. Du warst damals schon Flairräter, die Blamage wird zum Thema. Es gab viele Stars, doch du bist der Versager deiner Ära. Sag seit Jahren in Interviews, dass es die anderen nicht peilen. Doch wärst du Label-free, würde ich die Schwanz nicht mal sein. Die Szene hasst dich, weil du einfach zu sehr störst. Ich hab noch nie jemand getroffen, der Flair hört. Heute wird... Ei. Wow. Der ist sauer, Bruder. Der fette Hurensohn gekillt in der Booth. Lag meine Frau, bekommt mehr Likes auf ihre Bilder als du. Bis seit 2 Jahren am Bellen, willst die Schwachen unterdrücken. Aber jeder auf meinem Label würde diese Pussy ficken. Hättest gern, dass ich es gerade rück. Nur weil ich erzähl, wie du am Tisch vor mir erwähnt hast, dass dich jetzt das LKA beschützt. Wir wissen, dass du Pussy bist. Mach hier keinen auf Unterschicht. Intellektueller Iraner, der deine Mutter fickt wie Tupac im Casino. Schon 2002 warst du für mich nur der behinderte Bruder von Bushido. Waren zusammen bei Savas Dreh, schon vergessen, du Keck. So viel Kollegen angetroffen, alle Rapper waren nett. Da musste Essener weg. Als meine Jungs gekommen sind, um mich abzuholen, hat der Flizzy seine Kette versteckt. Das hier ist Undertaking. Seh den alten Opa wie eine Schlampe vapen. Doch bei deiner Fresse hilft kein HGH und Anti-Aging. Habt ihr oft gesagt, nimm meinen Namen nicht in den Mund. Denn in der Konsequenz wirst du gerade zu einem Hund. Ja, er fickt gerne Männer. Für mich ist Flair ein Penner. Billy Wilder, nur wegen dir ist der Richtwert im Keller. Nur ein toter Wack MC gegen 5-Sterne-Rapper. Beef mit Life is Pain wird für dich beller. Denn deine Mutter kriegt meine G's, sie will schlucken. Ist kein Hybrid, gib ihr mit Flair-Maske, damit die Nutte dich einmal liebt. Nein, du. Was macht der mit denen, ja? Bruder, also, ganze Zeit links, rechts, Bruder, Kombi, Bruder, ja? Ich würde so sagen, manchmal, ne, ist besser einfach nichts zu sagen, ja, als Antwort. Ja, ja, ja. Boah, Bruder. Aber Bruder, warte, guck mal, letztens bei Kianos, ich hatte schon gesagt, so ist ja cool, wenn er darauf antworten würde, aber denkt ihr, er antwortet hier drauf? Was denkt ihr? Mal, oder ist ja schon krass, ist, Bruder. Das Ding ist, Bruder Herz, man muss auch sagen, in dem Fall ist es ja auch wieder, mit wem ist Flair? Mit niemandem in dem Fall, so, weißt du? Keiner wird, glaube ich, keine, also ich meine, keiner wird jetzt dementsprechend da zurückschießen. Das heißt, wenn Flair zurückschießen müsste, müsste er wahrscheinlich gegen 3 Künstler schießen. In dem Fall. Also einmal halt dementsprechend PA, Kianos und Yakari, so, weißt du? Aber umso mehr an Aufrufe wird der Song. Oder. Aber klar, normal ist das. Das ist so ein richtiges Kurt Cobain-Ding. 100%. Nimmst du eine Knarre und dann schießt du dir selber in den Kopf. Was willst du denn sagen? Bist nicht maskulin, nur weil du Marvin oder Jiggy drohst. Vergiss nicht, wo ich herkomm. 45 ist der City-Code. Die Leute hassen dich, weil du charakterlos und dreckig bist. Deutschrap würde Party machen, wenn du auf die Fresse kriegst. Jeder findet dich beschissen. Ich schwör bei Gott, sogar der Arbeiter von City Chicken würde gerne Flizzy ficken. Du bist Massenware, meine Skills sind Limited Edition. Um so flohen zu können, würdest du Köter meine Pisse trinken. Kann die Scheiße nicht ertragen, die du von dir gibst. Vormittags beim Hookup-Festival nur für einen Sonnenstich. Während du bei wetten Interviews in deiner Rolle bist, nehm ich mit meinem Kater
Katalog 100.000 die Woche mit. Diese Bars hier knocken dich aus. Du bist kein Pimp, nur weil du deine Freundin aus Angst an die Rocker verkaufst. Krass, wie mutig du bist. Flizzy ist zuversichtlich, so, doch wenn ich fertig. Was? Weil er seine Freundin aus Angst an die Rocker verkauft. Oh. Ach, Bruder, Scheiße. Also das Ding ist, Bruder, das ist auch kein Beef mehr, das hier, ne, Bruder? Ja, also das ist jetzt wirklich, ja, ne, das ist wirklich was Persönliches. Also, ja, das ist schon Beerdigung so. Jetzt, okay, Frau, so, ne, natürlich auch, ne, 100%, aber Bruder, da ist ja jetzt gerade die Mutter ja wirklich schon oft beleidigt worden. Also, aber Pierre ist auch echt stark, Bruder. Ja, Bruder, den willst du nicht als Gegner haben, Bruder. Er kann einfach, ich schwör auf alles aus dem Nichts, Bruder. Ich würde mich nicht wundern, wenn nächste Woche einfach da oben 1500 Bars steht. Kopffestival nur für einen Sonnenstich. Während du bei wacken Interviews in deiner Rolle bist, nehme ich mit meinem Katalog 100.000 die Woche mit. Diese Bars hier knocken dich aus. Du bist kein Pimp, nur weil du deine Freundin aus Angst an die Rocker verkaufst. Krass, wie mutig du bist, Flizzy ist zuversichtlich. Doch wenn ich fertig mit dir bin, bleibt nur noch rudern für dich. Jede Kugel erwischt dich, du Orang-Utan-Gesicht. Könnte easy so wie du rappen, aber du nicht wie ich. Guck, ich bin treffsicher, der fette Patrick wird immer hektischer. Kein Respekt vor Battle Rap und deshalb kommen heute die Essener lächerlicher Pär. Berechenbar und deine neue Freundin fickt Emotion für ein 60er. Was ist das? Oh, Bruder, was? Was hat der gemacht, Bruder, ja? Die Arbeit mit dem Oceans. Oh. Ah, nee, wie Ocean. Der hat doch gesagt, hast du nicht gehört, was er gesagt hat? Was ist Oceans? Was? Wie die Arbeit mit dem Oceans, Digga. Bruder. Wow, krank. Nicht, dass ich auch weggehauen hab. Meine Bretter sind unberechenbar und deine neue Freundin fickt Emotion für ein 60er. Was hast du für Infos außer Stories von den Neidern? Bist ein wacker Label-Boss und ein noch schlechterer Designer. Der wackste Song am Freitag ist dein einziger Beitrag. Weck mich 4 Uhr morgens und ich kille dich im Halbschlaf. Sie träumt von Benjamins, doch bleibt ein insolventes Kind. Wenn ich mit dir fertig bin, postest du Peach ein Spendenlink. Schleimst mit Shirin Bey, aber die Punkte holst du nicht. Welcher angesagte Act featuret ein Hundesohn wie dich? Es wird Zeit, dich zu erziehen, weil du so ungehobelt bist. Und vor echten Männern hilft dir auch dein Umgepose nicht, denn in meiner Gegend glaubt man deine Kette, die mich burnt. Und eine Stunde später sitzt der Patrick im Verhör. Schlachte dein Quadratkopf mit Bars, die dir zu nah kommen. Die Disses auch für immer waren nichts weiter als ne Warnung. Bin der bessere Rapper, bessere Labelchef, bessere Baller, besserer G und besserer Playboy-Check. Was ein Flow, Bruder! Also, das ist unnormal, Bruder. Crazy! Oder jetzt 4 Minuten lang hat er den schon auseinandergenommen. Ja. Ich will gar nicht wissen, was jetzt in den anderen Teil Ding kommt, ist, Bruder, das kommt zum Schluss immer. Alter, ich muss auch sagen, Bruder, ne? Also. Aber Nachrodon, wie oft wurde Flair schon jetzt gedischt, ja, Bruder? Ja. Unnormal, Bruder, ja. Ich hoffe, meine Mutter. Ich glaube, der hört sich das gar nicht mehr an. Oh, schon wieder, ja, ja, scheiß drauf. Bruder, jetzt, ich bin zwar am Überlegen, Bruder, ich höre schon mein Leben lang so, weißt ja. du? Warte, Bruder, ich seitdem kann dir jetzt 6 Leute aufzählen, Bruder, großen Namen, die den gedischt haben, Bruder. Würde mich nicht wundern, wenn mein Vater den einfach gedischt hat. Bruder, kannst du mir schon meine Mutter. 40 Gold und Platin-Singles rausgebracht mit meinem Label Flizzy, guten Tag. 20 Mio Katalog, wert 5 Millionen Immobilien, Lambo, Huracan, BMW 7er und nix mit Leasing, circa eine halbe Million Uhren und für einen Honigschmuck. 2 gesunde Kinder, einen gesunden Hund, 2 liebende Eltern, gesunde Brüder, gesunde Jungs. Ich bin alles, was du gerne wärst, du dummer Junge. Dieser Pisser ist bemitleidenswert. Der Vertrieb gibt dir ein Honig für ein Album, aber dieser PA fickt deinen Wert. German Two-Face wär gern ein Teil der New Wave, doch jeder 20-Jährige ist fresher als du, Fake. Nur die Opfer, die man unterdrückt hat, werden selber Unterdrücker. Deshalb beleidigst du Mütter ohne Scharaf oder Rücken. Was? Das war ein. Nur die Opfer, die man. Und die, nur die Opfer, die man unterdrückt hat, werden selber Unterdrücker. Oh, Opfer, die man unterdrückt hat, werden selber Unterdrücker. Deshalb beleidigst du Mütter ohne Scharaf oder Rückgrat. Flair zeigt auf Bushido, obwohl er 100-mal schlimmer ist. Bei maskulin zu sein bedeutet, dass man hinter Gittern ist. Gezwungen dazu, in seiner dreckigen Wohnung zu bleiben, ohne zu scheißen, 30-mal denselben Chorus zu schreiben. Wer schlägt schwächere Flizzy und wer schickt Becko zu mir? Ein Blick in deine Augen reicht, da ist nix Ghetto in dir. Ich hol dich runter bis zum Erdgeschoss. Ich glaub, die letzte Perspektive, die dir bleibt, wär, dass du bei Universum Box, Dschungelcamp, Sommerhaus der Stars oder Fernsehkoch. Scheißegal, wo's endet, ab heute hol ich mir Flair seinen Kopf. Okay, jetzt wisst ihr, was richtig krank ist. Boah, ich hab Gänsehaut 100%. Bruder, ja? Es war bisher, wow, es war bisher verrückt, Bruder. Ja, aber Bruder, jetzt kommt nochmal irgendwas vom Fizzy, ja. Bruder. Und jetzt muss, sein, jetzt muss eine Beerdigung kommen. Komplett. Jetzt kommt Finisher. Jetzt ist der Platin. Nein, aber ich hätte es auch nicht so gut gemacht wie ihr. Oder wie PA. Rap auch auf Trap, also Flizzy, was los? Scheiße, egal welcher Style, ich kling immer noch dope. Nicht so wie du. Viel zu lang hab ich Da, er macht doch, der Flair macht auch solche Adlibs, Bruder. Er imitiert die gerade so einen auf den. Ich
klinge immer noch dope. Nicht so wie du. Viel zu lang hab ich den Spinner verschont. Ab heute bist du dann wie ein vollgewichstes Kondom. Immer wie man float auf solche Beats, du kleiner Huso. Denkst du wärst in einer Range mit Jamule und UFO. Denkst du wärst wie Shindy oder wie ein Luciano. Aber darf seit Jahren nicht mal in die USA, Bro. Kille den Pisser mit Lines, betrachte dich nicht mal als Feind. Warum sieht der Penner mit jedem Jahr, das vergeht immer mehr aus wie ein Schwein. Das ganze Land wieder gehypt, sie wissen, dass ich dich zerreiß. Und wenn du einen brauchst, der in Distrack rein bekommt, sag mir doch bitte Bescheid. Du wolltest bisschen stechen, doch jetzt bist du in too deep. Mach, dass sich jeder, der dich hasst, in mich verliebt. Ich glaub, in deiner Kindheit gab es zu viel Ritalin. Und deshalb redest du in Interviews so wie ein Peach. Du kleiner Peach. Flippers, jemand, der sie dich durchschnitt, ich schnitte mit Patterns, die du nicht mal peilst. Verbreite ruhig Lügen über mein Babygirl, aber denk nicht, dass das reicht. Fick deine Alben von Neudeutsche Welle über Flash, guter Junge bis Vibe. Du neidischer Bastard, jedes Wort aus deinem Mund ist für uns der Beweis. Fanpost 2, du wurdest ausgebuddelt. Taktischer Fehler, denn der Bastard hat sich rausgeschmuggelt. Dass du auf Rap-Experte machst, ist einfach bodenlos. Im nächsten Interview erklärt er, dass man so nicht float. Willkommen im Krieg, all you can eat, immer noch ready to die. Bon Appetit, lockeres Spiel, heute wird Paddy zerteilt. Nachts vor deiner Tür, hier kommt der Nikolaus. Wann schafft es Patrick aus dem Schatten von Bushido raus? Wann? Wann ist es endlich soweit, Patrick? Du kleines Mann. So rappt man übrigens auf Trap. Und das ist bei weitem nicht meine Kernkompetenz. Digga, das sind 2 Tage Arbeit. Mal gucken, ob du irgendeinen arbeitslosen Junkie findest, der dir eine Antwort schreibt. Aber pass gut auf, Flair. Deine Zuhälterfreundin, euer gemeinsames Business und die Escortnoten, mit denen du in Düsseldorf abhängst, die habe ich noch gar nicht thematisiert. Wir wissen alle, was für eine du bist. Und deshalb wissen wir auch, auf welches Niveau du willst. Aber ich brauche keine Lügen, um dich zu ficken. Die Wahrheit über dich reicht vollkommen aus. Du Schwanz. Oder ich halte mich diesbezüglich, Walla, bedeckt, Bruder. Aber klingt wie ein offenes Ende, Bruder, als wenn dann noch irgendwann was Bevorstehendes kommen könnte, Bruder. Ich glaube, der hat einfach nur... Ich glaube, der hat doch, aber... Vorwarnung, Bruder. Es war eine Vorwarnung. Aber kann trotzdem sein, ja. Er hat jetzt halt gesagt, Bruder, das, was ich hier gerade angesprochen habe, Bruder, sind letztendlich Fakten, die wahrscheinlich schon letztendlich schon offen sind. Aber er möchte halt nicht direkt zu den Fakten zugreifen, die wahrscheinlich noch nicht offen sind. Ja, genau. Und ich glaube, in dem letzten Satz hat er etwas gesagt. Hört sich so an, als ob, glaube ich, ein Künstler wie Flair, wenn das wirklich der Wahrheit entspricht, Bruder, da auch nochmal zurückrudern muss. Ja. Weil wenn er da... Bruder, das Ding ist, man darf halt nicht vergessen, Bruder, Nordrhein-Westfalen ist wie ein Dorf. Ja. So, alles ist hier letztendlich miteinander verknüpft. Ja. Der Bruder kommt aus Essen, gebürtig. Ja. Und Informationen zu bekommen, erst recht für einen PA, Bruder, ja, normal. Ist Hand umdrehen, Bruder. Und ich glaube nicht, Bruder, dass das letztendlich einfach nur heiße Luft ist. Also ich gehe davon aus, dass das 100% die Wahrheit ist. Ich bin fasziniert, dass das wirklich so ist. Also, Walla, Bruder. Also, der Diss war eine 10 von 10. Ja, Walla, Killer. Abgesehen jetzt, Bruder, ich hab nichts gegen Flair, Bruder. Was weiß ich so, jedem das Seine, so weißt du. Aber ich muss sagen, Bruder, ich freue mich richtig, mal wieder so ein Diss zu hören. Ja, ne? Oder ja, man merkt richtig, also Deutschrap ist heiß, Bruder. Ja, ich muss auch sagen, Bruder, die bringen ein bisschen so wieder frischen Wind, Bruder, wieder zurück, ja. Wann hast du denn das letzte Mal wieder so ein 7 Minuten oder 8 Minuten Diss gehört, Bruder? Das kam gerade richtig Balsam für meine Seele, weil das ja so oder so absolut meine Lieblingskategorie, Bruder. Und Bruder, das war ein Song, Bruder, ich pump den. Ja. Im Auto, Bruder. Er hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, darauf zu reagieren. Und Freunde, wenn es euch hier gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und niemals vergessen, das ist Real Life! Denkt ihr das? Kein Anime, aber denkt ihr, der Song läuft auch im Oceans?